Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Freitagnachmittag. Wie man sieht, komme ich gerade von der Arbeit. Und morgen habe ich einen Termin in der Werkstatt, weil ich dieses Aibach Pro Kit bekommen habe und morgen diese wunderschönen Federn bei mir ins Model Y einbauen lassen werde. Wie gesagt, nur diese Fahrwerksfedern von Aibach, also keine Stoßdämpfer werden ausgetauscht. Übrigens habe ich vor kurzem meine Rückleuchten getauscht. Das habe ich selbst gemacht. Wem die gefallen und wer das eventuell auch machen möchte, ich habe davon ein Video gemacht. Ich verlinke das mal hier. Wie gesagt, habe ich morgen Termin für die Federn, um genau zu sein, morgen früh um 9 Uhr. Jetzt war es bei mir so gewesen, ich hatte ja vorher das Tesla Model 3 in der Performance-Variante. Und um ehrlich zu sein, fand ich das Fahrwerk im Model 3 ziemlich schlecht. Vor allen Dingen dann schlecht, wenn ich hohe Geschwindigkeiten gefahren bin und musste beispielsweise auf der Autobahn ausweichen. Dann wurde es da echt teilweise lebensgefährlich. Dann habe ich mir ja hier dieses Model Y bestellt und das Model 3 in Zahlung gegeben bei Tesla. Habe mir vorher einige Videos angeguckt zum Y. Und in diesen ganzen Videos ging es halt darum, dass das Fahrwerk furchtbar schlecht sei und dass bei Bodenunebenheiten, dass das Fahrwerk unheimlich poltert. Also war mein großer Plan, ich mache ein Video mit einem Vorher-Nachher-Vergleich, erzähle ein bisschen was dazu, wie schlecht das Fahrwerk ist und danach, tada, super Fahrwerk mit den Aibach-Federn. Tja, und dann ist Folgendes passiert, wir haben das Model Y Performance abgeholt. Wen das Video zur Abholung interessiert, ich werde es mal oben verlinken. Und auf alle Fälle fahre ich das Auto jetzt ja schon eine ganze Weile. Und große Überraschung, das Fahrwerk ist überhaupt nicht übel. Das Fahrwerk ist echt verdammt gut für einen Serienfahrwerk. Bin jetzt extra mal hier 6-7 Kilometer weiter gefahren, weil hier eine furchtbar schlechte Straße ist. Und anhand von der wollte ich jetzt halt mal zeigen, wie sich das Fahrzeug verhält, was jetzt dieses Poldern angeht. So, und das ist jetzt die Straße hier. Das sieht man jetzt auf dem Video wahrscheinlich gar nicht mal so doll, aber die ist wirklich sehr, sehr holperig. Ich nehme jetzt mal absichtlich jeden Kanaldeckel hier mit. Und mit dem Model 3 vorher war es hier echt unangenehm. Und ich muss sagen, das Model Y hier schluckt die Unebenheiten wirklich sehr gut weg. Meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe ja den Vergleich. Also ich kann für mich nur sagen, dass sich das hier sehr komfortabel anfühlt. Es ist natürlich kein Luftfahrwerk, aber wirklich, wirklich gut. Aber Bodenunebenheiten, das ist die eine Sache. Was mir viel wichtiger ist, gerade bei einem Performance-Modell, ist ein sportliches Fahrverhalten. Übrigens bin ich hier jetzt in einem nicht öffentlichen Bereich. Hier ist eine Rechtskurve. Und in dem Bereich will ich jetzt mal testen, wie schnell ich die Kurve fahren kann. Und viel wichtiger für mich, dann mal die Kamera draußen hinzustellen und mal gucken, wie weit die Federung ausfedert, um das einfach mal optisch sehen zu können. So, jetzt erstmal von drinnen. Ich werde die Kurve jetzt mal fahren und dann werde ich die Kamera draußen hinstellen und werde es nochmal fahren. Ich hoffe, man sieht es alles und ich habe auch die Geschwindigkeit drauf. So, und jetzt werde ich die Kamera, wie gesagt, mal draußen positionieren. Und zwar exakt hier. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil es schon dunkel wird.
ich werde jetzt die Kurve mit einer ähnlichen Geschwindigkeit fahren oder fast der exakt gleichen Geschwindigkeit, wie ich es eben gefahren bin. Und dann sieht man mal, ob die Federn ausfedern. Hier übrigens nochmal die Rückleuchten, so im Dämmerlicht. Also ich finde die wirklich toll. Aber lassen wir mal Rückleuchten sein. Was für mich logischerweise auch wichtig ist bei einer Tieferlegung, wie tief kommen wir tiefer. Und da habe ich ganz viel verschiedene Aussagen gehört. Deswegen werde ich es einfach jetzt mal vorher messen. Übrigens, meine Frau hat ja das Model Y in der Long Range Variante und ich habe das mal verglichen. Das Long Range ist exakt, aber wirklich exakt 1 Zentimeter höher. Die einen sagen, er kommt 1 Zentimeter nur tiefer, die anderen sagen, er kommt 3 Zentimeter tiefer. Mit der Zeit soll sich das angeblich auch noch setzen. Wir machen es ganz einfach so. Ich werde es jetzt hier mal messen. Hab mir übrigens hier jetzt schön die das Auto eingesaut und zwar messe ich hier genau über die Mittelachse vom Rad senkrecht nach oben und dann habe ich hier zur Unterkante habe ich exakt 78 Zentimeter. Was ich mal auf jeden Fall noch machen werde jetzt, bevor es jetzt wirklich dunkel wird, mal auf die Autobahn fahren und mal bei hoher Geschwindigkeit einen Lastenwechsel machen bzw. ein Ausweichmanöver simulieren, weil das war mit dem Model 3 wirklich immer super gefährlich und da gab es halt in den 4,5 Jahren 2-3 Mal die Situation, wo es wirklich brenzlig wurde, weil er halt durch diese Lenkbewegung und den Lastenwechsel so stark ausgefedert hat und dann halt gleich wieder die Gegenbelastung bekommen hat, dass er fast ausgebrochen wäre und ich beinahe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hätte. So, ich fahre jetzt 190 und wie man sieht, ich habe jetzt mehrfach schnell rechts-links Bewegungen gemacht und er bleibt absolut in der Spur und stabil. Ich will ja jetzt Tesla nicht ständig loben, wie toll das Tesla wäre, aber da hat sich echt fahrwerksmäßig einiges getan. So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, jetzt 7:30. Für mich bedeutet das Vorbereiten, um das Auto in die Werkstatt zu bringen. Und ich habe gesagt, ich mache hier die Wanne schon mal raus von dem Frunk. Nehme jetzt erstmal meinen ganzen Kram hier raus. Wer das noch nicht gemacht hat, zuerst muss diese Abdeckung hier oben weg. Die ist auch wieder nur geklipst. Dafür braucht man kein Werkzeug. Die ist in 10 Sekunden weg. Sieht man hier mal schön, wo die Clips sitzen. Dann haben wir hier eine Schraube und hier drin in der Wanne ist hier auch nochmal eine und auf der rechten Seite auch, also 4 Stück. Die müssen auf jeden Fall gelöst werden.
Dafür benutze ich so einen 10er Steckschlüssel. Dann löse ich die Schrauben mal. Und das soll es auch schon gewesen sein. Übrigens ist das metrisches Gewinde, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann. So, jetzt nehme ich mal meine Lampe vom Handy dazu. Jetzt gibt es hier oben noch eine Verbindung. Da sitzt noch mal so ein Clip. Ich hatte mit diesen Clips viel zu tun, als ich meine Rückleuchten getauscht habe gegen LED-Rückleuchten. Und zwar kann man hier jetzt mit einem Schraubendreher unter den inneren Kopf und kann den anhebeln. Und dann löst sich quasi der innere Propfen und dann kann man diesen Clip rausnehmen. Aber es geht auch einfacher, weil man kommt hier auch von hinten dran und kann auch einfach hinten gegendrücken. Tja, und da ist er schon. Und eigentlich soll es das jetzt schon gewesen sein und ich müsste die Wanne jetzt rausnehmen können. Und das war auch schon alles, um die Wanne rausnehmen zu können, und das sollte jetzt auch einfach klappen. Aber hier ist noch ein Stecker, also ein Kabel mit einem Stecker, das hier ranführt. Tatsächlich habe ich den Stecker nicht abbekommen, aber ich habe dieses komplette Kunststoffteil lösen können. Und das führe ich jetzt einfach innen durch. Und jetzt kann ich die Wanne rausnehmen. Und das war's. So, jetzt hängt das halt hier so rum. Und mehr kann ich jetzt hier erstmal nicht machen. Wer das hier noch nicht gesehen hat, kann den Anblick jetzt mal genießen. Das Lustige ist, ich stehe hier in meiner Firma und die Werkstatt, die mir die Federn einbaut, ist genau hier. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde die Sendercaps runter machen, damit man besser an die Radschrauben kommt, beziehungsweise damit man überhaupt an die Radschrauben kommt. Und zwar die Dinger hier. Und dafür habe ich mir einen gebogenen Nagel vorbereitet und eine Kombizange. Und dann geht man einfach hier in dieses Loch rein, dreht den Nagel um, zieht einmal beherzt und die Kappe ist runter. Leute, ich habe vor 10 Minuten mein Auto abgeholt und es sieht so geil aus. Bin jetzt erstmal 10 Minuten so halbwegs normal gefahren und habe mal versucht festzustellen, ob es einen Unterschied gibt vom Fahrverhalten. Und ich muss sagen, das Fahrverhalten ist absolut irre geil. Der lenkt sich so dermaßen direkt und es ist vom Gefühl her, es ist wirklich so ein Kartfahrfeeling. Jetzt, und das, was da tiefer gekommen ist, das spürt man auch im Auto wirklich deutlich. Ich werde jetzt mal noch gar nicht verraten, wie viel das es ist, aber ich habe es schon gemessen, aber ich zeige euch das auch gleich. Hier gibt es eine Strecke, die geht den Wald hoch. Theoretisch darf man hier 100 fahren. Das sind sehr, sehr viele Kurven. Ich muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht strafbar mache. Ich werde euch mal zeigen, wie er sich verhält hier in den Kurven, und ich positioniere jetzt mal die Kamera um und dann geht's los. Was ich jetzt aber echt noch mal loswerden muss,
Also das Fahrwerk von diesem Model Y, das ja jetzt wirklich aktuell ist, ist alles andere als schlecht im Originalzustand. Das ist mir nochmal wichtig, das zu sagen. Also ich war jetzt wirklich positiv begeistert vom Fahrwerk. Mir war es halt auch wichtig, dass er nochmal ein bisschen tiefer kommt und einfach ein bisschen sportlicher dasteht. Und das macht er auf jeden Fall jetzt auch. Das ist jetzt natürlich eine gefährliche Kombination. Hier ist es nass. Dann haben wir die ganzen Blätter und den ganzen Kram hier auf dem Boden. Von daher muss ich jetzt erstmal gucken, gibt es hier einen Abschnitt, wo man halt mal ein bisschen ans Limit gehen kann. Weil so ist das zu gefährlich. Ich will ja weder mich noch andere gefährden. Auf jeden Fall, es ist nochmal so brutal besser geworden. Der fühlt sich so wahnsinnig gut an auf der Straße. Ich denke auch, dass durch den tieferen Schwerpunkt halt auch nochmal ein ganz anderes Gefühl zustande kommt. Also Spaß hat das Auto vorher auch schon gemacht. Das steht außer Frage. Aber das hier, das ist wirklich, wie ich gesagt habe, das ist schon so ein Kart-Feeling. Wirklich so ein Go-Kart-Feeling ist das geworden jetzt. Ärgerlich ist jetzt halt, dass es so nass ist. Also ich kann, wenn es so nass ist, kann ich hier nicht unbedingt übertreiben und möchte ich auch gar nicht. Das Auto hat ja auch ein paar Euro gekostet. Und das ist ja doch hier rutschig mit den Blättern. Hier geht es jetzt ein letztes Stück ganz steil hoch. Allerdings gibt es hier keine Kurven mehr. Was hier aber gibt, ist unheimlich schlechte, eine unheimlich schlechte Straße. Und es ist hier sehr holprig. Und von der Federung, ich meine klar, die ist straff. Aber das hier dämpft er echt super gut weg. Es fühlt sich überhaupt nicht unangenehm an, trotz dem straffen sportlichen Fahrwerk. Ich habe hier übrigens mal eine lustige Geschichte erlebt. Und zwar habe ich damals einen Lancia Delta HF Turbo gefahren. Danach hatte ich dann einen Integrale und mit diesem HF Turbo bin ich hier hochgefahren. Da lag Schnee hier in dem Bereich und wir waren jung. Ich bin dann nicht mehr weitergekommen, weil es so glatt war, trotz Allrad damals. Und bin dann dummerweise aus dem Auto ausgestiegen, habe die Handbremse nicht angezogen gehabt und der ist rückwärts gerollt. Das war genau irgendwo hier. Und wäre wirklich fast in den Wald hier abgestürzt. Ich habe das gerade noch geschafft, den da reinzuspringen und den noch zum Stehen zu bekommen damals. Und ja, das war ein bisschen haarig damals. Ich suche mir jetzt mal noch eine bessere Stelle, weil hier ist es mir, wie gesagt, einfach zu gefährlich. Und sage dann noch mal ein bisschen was zum Fahrverhalten. So, jetzt hatte ich tatsächlich noch eine Auseinandersetzung mit drei Fahrradfahrern, die hier auf Jan Ulrich spielen und fahren den Berg hoch, zu dritt nebeneinander, regen sich dann noch auf, wenn man die überholt. Bin der Sache jetzt einfach aus dem Weg gegangen und bin wieder ins Auto eingestiegen und weitergefahren. Ich kann's nicht begreifen, wenn erwachsene Männer zu dritt nebeneinander fahren müssen und dann noch nicht mal vernünftig Platz machen, sich dann noch aufregen, wenn man überholt und dann Gas gibt oder in dem Fall Strom.
Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich finde sowas zum Kotzen. So, ich bin jetzt wieder ein bisschen runtergekommen von meiner Auseinandersetzung mit der Jan-Ulrich-Gang. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Es fühlt sich wirklich komplett anders an. Wie ein komplett anderes Auto. Man darf ja nicht vergessen, ich habe ja vorher das Model 3 Performance gefahren, was übrigens ein Scheißfahrwerk hatte, auf Deutsch gesagt. Und davor okay, den lasse ich mal ein bisschen vor. Und davor hatte ich einen Nissan 370Z. Da sitzt man halt wirklich schon beinahe direkt auf der Straße, zumal der auch noch tiefer gelegt war damals. Also der ist unfassbar auf der Straße jetzt, wirklich unfassbar. Das nenne ich jetzt sportlich. Und das ist genau das, was ich mir gewünscht hatte und erhofft hatte. So wie der sich jetzt fährt. Das ist das, was ich als sportlich empfinde. Und wollte und jetzt tatsächlich bekommen habe. Ich steige jetzt mal kurz aus und zeige euch mal, wie der jetzt optisch aussieht. Was ich gestern ja nicht gemacht habe, ich habe vorne, habe ich ja gar nicht gemessen, ich habe ja nur auf der Hinterachse gemessen. Ich würde sagen, optisch ist der vorne auch gar nicht so aktiv gekommen, aber hinten macht schon einen Unterschied, hinten macht es ganz klar einen Unterschied. So finde ich, steht er jetzt richtig, richtig gut da. Sieht auch ein bisschen böse aus. Mir ist klar, dass das nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Und das muss es ja auch gar nicht. Aber ich bin halt noch aus einer Generation. Ich habe damals schon mit 18, 19 hat man einen 1er Golf GTI gefahren, hat den damals schon, kaum hat man das Auto gehabt, hat man schon dran rumgeschraubt. Das ist ja heute alles komplett anders. Was ich auf jeden Fall jetzt nochmal abschließend machen werde, ich werde jetzt nochmal messen auf der Hinterachse. Und hier habe ich gestern ja 78 cm gemessen. Und jetzt im Vergleich zu heute sind wir hier Unterkante, so ziemlich exakt 75 cm. Ich würde sagen sogar fast einen Millimeter drunter, also 3 cm Tieferlegung, effektiv. Und die sieht man auch und die spürt man auch, wenn man drin sitzt. Und damit komme ich auch schon zu meinem Fazit. Wer sein Tesla Model Y Performance oder Long Range, wie auch immer, sportlicher haben möchte, wer auf sportliches Fahrverhalten Wert legt und vor allen Dingen sichereres Fahrverhalten, also er fühlt sich jetzt wirklich deutlich, deutlich sicherer an, dadurch, dass er halt wirklich direkt ist, wer Bock hat auf Kartfahrfeeling in seinem Auto, den kann ich die Federn nur empfehlen. Ich finde die echt mega. Ich hätte nie gedacht, dass reine Fahrwerkstieferlegung, nur Federn, so viel ausmachen können. Ich bin begeistert. Preislich finde ich es interessant. Auf jeden Fall. Ich verlinke euch die Federn mal mit dem Preis. Ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen gefallen oder vielleicht sogar weitergeholfen. Ich war lang überlegen, ob ich es mache bei dem Fahrzeug. Ich hatte es mir beim
Model 3 ja schon überlegt, aber dann immer und immer wieder geschoben und dann doch nicht gemacht. Ich bereue es keine Sekunde, dass ich es gemacht habe. Es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Einfach Bombe. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniere auch gerne meinen Kanal, um auch in Zukunft kein weiteres meiner Videos zu verpassen. Ansonsten bleibt gesund, alles Gute von mir und allen, die elektrisch unterwegs sind, allzeit einen vollgeladenen Akku.